In Enshrouded kann man gerade am Anfang einiges falsch machen, was einen später ärgern kann. So ging es auf jeden Fall mir. Damit das euch nicht passiert, habe ich hier 10 nützliche Tipps zum Start. Dranbleiben lohnt sich. Servus Gaming-Freunde, willkommen zum nächsten Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne mit dem Abo dabei. Ich hoffe, ihr habt schon alle jetzt ordentlich reingezockt. Mittlerweile habe ich schon mehrere Tage im Spiel drinnen und dabei auf jeden Fall einige Sachen verkehrt gemacht, weil ich es einfach nicht besser wusste. Das hat mir sehr viel Zeit gekostet und mittlerweile ärgere ich mich darüber. Und dass das euch nicht passiert, möchte ich euch mein Wissen weitergeben. 10 nützliche Tipps zum Start. Damit seid ihr auf jeden Fall deutlich besser im Spiel unterwegs, wisst, was sich einfach lohnt zu machen und was man verhindern sollte. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt oder informiert. Übrigens habe ich auch schon ausführlichen Anfängerguide rausgebracht. Wenn ihr komplett neu im Spiel seid und euch noch mit den ganzen Grundfunktionen schwer tut, dann solltet ihr auf jeden Fall dieses Video anschauen. Das hilft euch ebenfalls weiter. Tipp Nummer 1, schaut wirklich, dass ihr von Beginn an im Spiel wirklich alles lootet, denn dadurch schaltet ihr Rezepte frei. Das werdet ihr bei mir gleich sehen, und zwar unterm Handwerk kann ich aktuell noch sehr wenig herstellen, nur 3 Sachen. Soweit ich aber anfange, eben verschiedene Ressourcen im Spiel zu looten, seht ihr hier, habe ich zum Beispiel die Holzfäller-Axt geholt. Ich gehe dann einfach ins Inventar rein und ihr seht, ich kann jetzt schon zum Beispiel Garn herstellen, die Holzfäller-Axt, die Spitzhacke zum Beispiel auch, eine Fackel und einen Bogen, der echt verdammt nützlich sein kann. Und was ihr auch immer jedes Mal mitnehmen solltet, sind Buchseiten. Die geben nämlich Erfahrungspunkte und so levelt ihr deutlich schneller auf. Zum Beispiel liegt hier eine auf dem Tisch, kann man auch sehr gut an diesem Leuchten erkennen. Tipp Nummer 2, baut so schnell wie möglich die Werkbank, denn dadurch könnt ihr noch mehr Sachen herstellen. Ich habe mir auch schon eine hergestellt und direkt platziert, denn dort könnt ihr unter anderem jetzt einen Hammer herstellen und auch hier die verschiedenen Steinblöcke, um eben euer erstes Haus zu bauen. Außerdem gibt es hier eine winzige Truhe, kann man nur mit Ästen und Garn herstellen und das ist gerade für den Anfang richtig nützlich. Die könnt ihr nebendran platzieren und so könnt ihr dort Gegenstände lagern, die ihr eben aktuell nicht benötigt. Und das spart natürlich massiv Platz. Ich habe das Ganze in meinem primären Spielstand schon ordentlich auf die Spitze getrieben. Ihr seht, wie viele Truhen da stehen. Würde ich euch auch empfehlen, und zwar Ressourcenmanagement. In der ersten Kiste habe ich zum Beispiel alles, was mit Holz zu tun hat. In der zweiten alles, was mit Erze oder Stein zu tun hat. Und so habe ich das sauber durchsortiert. Ihr müsst auch immer wieder Sachen rausnehmen, um eben Sachen herzustellen. Später kann man das Ganze aber upgraden. Ihr seht, die leuchtenden Kisten muss man es nicht mehr rausnehmen, um Sachen herstellen zu können. Das ist miteinander connected und super nützlich. Tipp Nummer 3, ihr könnt die Zeit vorspulen und das geht wie folgt. Ihr müsst einfach nur schlafen und dann wird die Zeit vorgespult. Ihr seht oben 60 mal schnelle, bleibt einfach so lange liegen, bis die Nacht vorbei ist. Falls ihr noch kein eigenes Bett habt, seht ihr ja hier bei mir, bin ich jetzt auch in ein Bett einfach in der Nähe von der allerersten Basis in so ein Zelt reingegangen. Seht ihr, hier bin ich nicht weit entfernt in der Nähe von der Miasma. Dort könnt ihr euch am Anfang immer hinlegen, bis ihr euer eigenes Bett dann herstellen könnt. Und so könnt ihr immer tagsüber spielen und ihr seht natürlich mehr. Tipp Nummer 4, schaut, dass ihr so früh wie möglich den Enterhaken freischaltet. So könnt ihr euch an bestimmte Positionen hochziehen und auch gleichzeitig den Gleiter. Wenn ihr dann irgendwo weit oben seid, dann könnt ihr damit runtergleiten, ohne Fallschaden abzubekommen. Beide Gegenstände könnt ihr an der Werkbank herstellen. Die Ressourcen für beide Gadgets gibt es einmal in der Shroud, und zwar bei den Gegnern hier. Die Shroud ist gleich am Anfang nebendran, schaltet einfach ein paar von den Gegnern aus und wenn ihr sie eben lootet, dann kommt ihr hier an die Miasma-Sporen ran. Das Holz gibt es ebenfalls an der gleichen Stelle, Miasma-Holz, einfach eben in der Miasma-Bäume zerstören. Für die zweite Ressource, Metallschrott, empfehle ich euch erstmal ein paar Wölfe zu töten, um eine gute Waffe ranzukommen. Denn der Metallschrott ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, braucht man allgemein sehr oft am Anfang. Und zwar lootet ihr dann einfach die Wölfe, die geben euch Knochen und dadurch wird der Zauberstab freigeschaltet und den stellt ihr natürlich dann her. Die Wölfe findet ihr übrigens auch gleich am Anfang und danach geht ihr dann hier zu dieser Position auf der Karte. Ist ein bisschen weiter weg von eurer allerersten Base, einfach hier unten durch das Miasma durch, durch die Shroud. Dann stellt ihr euch einfach an die Stelle, wo ich bin, sneakt hier zu den Gegnern so ein bisschen rein oder sie sehen euch direkt, ist im Endeffekt egal. Und dann schießt ihr sie mit dem Zauberstab ab. Sie sind schon Level 3, zu Beginn ein bisschen stärker, aber ihr seht, der Kollege bleibt stehen, wenn er schlägt. Und er gibt euch hier zum Beispiel Metall.
Metallschrott. Und so könnt ihr easy auch überlevelte Gegner ausschalten. Mit dem Zauberstab finde ich am Anfang echt richtig stark. Ist auch nochmal ein separater Tipp. Und so kommt ihr dann eben an Metallschrott ran. Die ganzen Plünderer, so heißt die Fraktion, haben es nämlich. Und so könnt ihr easy zu Beginn Metallschrott farmen. Falls ihr Felle benötigt, müsst ihr einfach nur Ziegen töten. Ist ziemlich easy mit dem Zauberstab. Und danach könnt ihr sie einfach looten und kommt so an Fell ran. Tipp Nummer 5, schaltet so früh wie möglich die ganzen Verbündeten, die Überlebenden frei. Die sind nämlich super nützlich, bringen euch massiv weiter, werden über Quests freigeschaltet, als allererstes den Schmied. Deswegen geht aufs Tagebuch, auf Quests und arbeitet die Quests ab, die primären. Und ihr seht auch immer, was ihr als Belohnung bekommt. Zu Beginn gibt es dann den Schmied und durch ihn könnt ihr dann eben schon andere Sachen herstellen, wie zum Beispiel eure allererste Rüstung oder zum Beispiel auch bei der Jägerin könnt ihr dann eben andere nützliche Ressourcen herstellen. Jeder hat einen eigenen Beruf von den Verbündeten und sie geben euch nochmal weitere Werkzeuge, wie zum Beispiel jetzt hier diese Säge, die euch eben Bretter, Holzbretter herstellen kann, oder hier zum Beispiel ein Anbau, dass man eben aus einer Erdbeere einen Erdbeersetzling machen kann und den kann man dann einpflanzen bei sich in der Basis. Deswegen schaut wirklich, dass ihr die Verbündeten holt, die bringen euch massiv weiter und wenn man das erst spät macht, dann ärgert man sich später. Tipp Nummer 6 betrifft den Ausgeruht-Buff, der ist nämlich extrem wichtig, denn dadurch bekommt ihr nochmal deutlich mehr Ausdauer und zwar funktioniert das Ganze wie folgt. Einerseits braucht ihr eben ein Bett plus eine Kochstelle, dass es eben warm ist und ihr seht eben schon, wenn ihr euch auch hinlegt, dass die Ausdauer maximal und die Regeneration gebufft wird für ganze 17 Minuten und das ist eben richtig geil. Mein Charakter ist jetzt hier auch schon ein bisschen höher gelevelt, aber ihr seht, wie viel Ausdauer der jetzt hier schon besitzt. Und damit kann man deutlich besser arbeiten, länger arbeiten und das ist natürlich ein massiver Vorteil. Wie gesagt, ihr braucht einfach nur ein Bett und die Feuerstelle, Dach über dem Kopf und dann funktioniert das Ganze. Außerdem braucht ihr noch auch einen Skill und zwar den hier, gut ausgeruht, dass das Ganze nochmal um 5 Minuten verlängert. Tipp Nummer 7 ist richtig geil, benutzt Buff Food. Das macht einen massiven Unterschied. Dafür müsst ihr einfach nur ein paar Wölfe ausschalten, denn sie geben hin und wieder Fleisch. Der Kollege jetzt leider nicht, aber ihr seht schon, ich habe hier einmal das Fleisch bekommen. Den hinten können wir jetzt auch noch kurz aufschalten, weil er auf dem Weg zum Feuer ist. Das brauchen wir nämlich auch gleich. Und zwar gehe ich jetzt einmal kurz hier hin. Jetzt habe ich außerdem das Fleisch gefressen, aber kein Problem. Hier haben wir Neues beim Wolf bekommen. Danach geht es einfach zu einer Feuerstelle. Entweder ihr besitzt eine selber oder ihr geht dann einfach hier in diese kaputte Ruine rein, denn die ist in der Nähe von der Basis. Links befindet sich die Basis und dort ist eben auch ein Feuer. Ihr könnt euch dann an das Feuer eben hinsetzen zum Kochen. Zack. Und dann könnt ihr eben das Fleisch grillen. Das gibt euch einen massiven Buff. Roh dürft ihr es nicht essen, aber wenn es eben gekocht ist, gegrillt, dann bam, pustet den Lebensbalken nochmal ums Doppelte. Und das ist halt echt geil, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so stark ist, aber die Gegner gut Schaden machen. Was am Anfang auch ziemlich lästig ist, ist die Ausdauer. Die ist nämlich ziemlich gering und ist sehr schnell leer, wenn man sprintet oder lange Holz hackt oder noch besser, man pickt irgendwelche Steine mit der Hacke, dann ist die Ausdauer eben schnell leer, dauert ewig lange, ihr seht es bei mir, zum Aufladen. Und hier als Tipp, schaut nach Honig oder haltet nach Honig Ausschau, denn wenn ihr den Honig lootet, gibt es überall im Spiel, den könnt ihr dann einnehmen und der erhöht deutlich die Ausdauerregeneration. Der Unterschied ist wirklich brutal, ihr seht es jetzt gleich bei mir, wenn ich jetzt hier diesen Stamm kaputt mache und dann aufhöre, wie schnell sich die Ausdauer eben wieder auffüllt, zack, und das ist eben deutlich schneller, als wenn ihr eben keinen Honig habt. Tipp Nummer 9 ist für euch richtig nützlich. Da habe ich massiv Zeit verschwendet, weil ich es nicht besser wusste. Und zwar, desto weiter man irgendwann auf der Karte unterwegs ist, irgendwann ist das Miasma so stark, dass man einfach direkt stirbt, wenn man da nur einen Fuß reinsetzt. Und ich konnte dann weiter hinten nichts mehr abschließen, keine Quests und so weiter, Sachen besorgen und muss dann erst rätseln, wie das Ganze funktioniert. Und zwar könnt ihr eben hier an eure Flamme gehen und die könnt ihr stärken. Und wenn ihr sie stärkt, dann erhöht sich eben einerseits die Miasma-Passierstufe von 3 zum Beispiel jetzt hier auf 4 und dadurch kommt ihr eben weiter in Gebiete oder durch Miasma durch, durch die Shroud, wo ihr normalerweise es nicht schafft. Außerdem verlängert sich eben allgemein die Zeit, dass man da drin bleiben kann. Deswegen schaut auf jeden Fall auch hier die Flamme an, wann ihr das Ganze upgraden könnt, denn es gibt massive Vorteile.
Tipp Nummer 10 ist jetzt richtig geil. Das Beste kommt, wie gesagt, zum Schluss. Und zwar ist es möglich, mit einem Trick die ganzen Ressourcen und Gegner rückzusetzen. Und zwar müsst ihr euch dafür einfach ausloggen. Dann ist alles wieder neu gespawnt und ihr müsst nicht irgendwo weiter farmen, sondern ihr könnt an die gleiche Stelle hin und erneut alles abbauen. Auch Bosse sind respawned, zum Beispiel der allererste Boss. Zack, ihr seht ihn hier. Hier könnt ihr dann auch nochmal einen zweiten Schädel von ihm bekommen, falls ihr den ersten irgendwie verbaut habt. Und ihr könnt den Dude dann einfach nochmal wiederholt töten. Und so kommt ihr natürlich auch an gute Ausrüstung ran. Wenn er etwas, mit etwas Glück spawnt eben der Boss irgendeine legendäre Waffe. Boah, war das jetzt Glück. Und so könnt ihr auch sehr gute Waffen gerade am Anfang farmen. Runen zum Beispiel, um die Waffen abzugraden. Und hier ist eben dieser besondere Kopf, den man auch öfter benötigt. Falls ihr nicht mehr wisst, wo der Boss ist, direkt hier in der allerersten Ruine. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls ihr auch noch gute Tipps kennt oder Fehler, die man nicht machen sollte, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Bin ich gespannt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Wer in der Zukunft keine weiteren Videos von mir verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.